isn't stone. As the clock beats from morning to evening. And if game of chance with time doesn't bring anything, because a devil mixed up you playing cards, and the wind has taken away your wings on the blind path, your face turns to darkness, and he calls dark clouds on the sky. Nobody sees your desires anymore, and they die like dead faces. After the rain is always sun. The wet grass dries. Your wings in the sky are open again. And your soul sings like a bird, fly high in the sky. With open eyes. And searching for treasures. That's for you. Representative within this family, because you can reach a wingspan up to 1.30 meters. And dass sich die Tragfläche und der Körper in der Mitte treffen. Man nennt das ein kreuzförmiges Flugbild. Und das findet man bei Greifvögeln nicht. Allen Schwanzfedern, die sind die längsten. Gutes Merkmal um den Raben von Nebelkrähe und Sattelhecht. Und versuchen sich auch hin und wieder im Flug in die Schwanzfedern zu beißen, in jeweils anderen, einfach um zu zeigen, wer der Schnellere ist. Wir werden dann gleich mit den beiden Raben eine Übung durchführen. Okay, gute Nachricht, der ist in der Voliere gelandet. Meine Damen und Herren, geben wir mal dem Moritz einen Applaus für die gezielte Landung. Er hat das super gemacht. Diese Falkenhauben, die dienen dem stressfreien Transport des Vogels, gibt es in allen Größen und Ausführungen. Auf dem Weg hierher geht es nämlich für den Falken durch einen engen Gang und durch zwei Türen. Und damit er sich auf dem Weg hierher vor nichts erschreckt, trägt er die Haube, dann kann man ihn auch durch Engpässe ganz stressfrei transportieren. Hinauf der Attrappe vorbereitet, und zwar ein Federspiel, das simuliert eine Taube, eine perfekte Beute für den Sakerfalken. Das können wir ihm dann demnächst. Ein Angriff auf die Beute nimmt den Schwung mit, macht dem Süden eine weite Kurve und attackiert die Beute gleich noch einmal. Jawohl. Mit wiederholten Angriffen, mit möglichst hoher Geschwindigkeit, versucht er jetzt die Beute aus dem Konzept zu bringen und zu Boden zu zwingen. Natürlich streckt er die Fänge weit aus nach der Beute, denn er will sie ja schlussendlich zu Boden reißen. Der Jürgen weiß aber schon, dass das bald der Fall sein wird, startet einmal raus Richtung Süden und dann schauen wir uns das Flugbild des Falken gleich einmal an. Schlanke, spitz zulaufende Flügel haben alle Falken, perfektes Merkmal, um sie von Bussarden und Adlern zu unterscheiden, denn die haben immer ganz breit endende Flügel. Er macht jetzt einen Suchflug, braucht natürlich 80 and a weight of around 2.5 kilograms. This over there is Rasputin, a young but fully grown male, who is now flying from one of Beute. Wenn er das nächste Mal losfliegt, verhalten wir uns mal ganz leise und hören ihn mal im Flug ganz.
ganz genau zu. Mehrmals, sondern sie machen einen ganz entspannten, geräuschlosen Sinkflug zur Beute hinüber. Wollen also nicht gehört und nicht gesehen, wollen wie gesagt nicht sein, weil in der freien Wildbahn, wenn sie irgendwo im dichten Wald wohnen und kein Licht gibt, dann sehen sie eben in der Finsternis gar nichts. So, Achtung, seht schon was? Super, perfekt. Dann dürfen wir Astrid noch einen Applaus geben. Perfekt, die Beute holt sich dann ganz am Anfang ab. Und dann bleiben Sie bitte ruhig sitzen auf den Tribünen. Der Franz möchte Ihnen den Uhu noch ganz mit der Demonstration auch anschauen. So, ladies and gentlemen, let's take a close look at the body structure of the Harris Hawk. The Harris Hawk has very long, strong legs, a very long tail and very short bone. Das ist ja auch besonders wählerisch, was das anbelangt, wo man den links dann hinstellt und dann muss er gerade auch noch sein, gell? So, dann stellen wir ihn, ja, bitte, Sie können dort von da oben starten. Also diese Harris-Hawk-Dame soll man mal verstehen, meine Damen und Herren. So, schlägt am Haken und dann zweit neu daneben, nochmal schnell hinterher, zack, 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 jawohl, super. Wenn ihr die hinein in die Beute und gut, Sie sehen auch, der Attrappe wird nicht herumgerissen, die soll sie freiwillig hergeben, einen Fang nach dem anderen zum Franz auf den Handschuh setzen, jawohl, wunderbar. Und wenn sie das tut, dann kann man die Attrappe verstecken, jetzt hat sie auch kein Interesse mehr dran und die Chantal kann sich zurückziehen, die hat heute noch einen Einsatz. Jawohl, denn der Bruder von der Lulu, der muss dann auch noch jagen gehen heute. Und der Harris Hawk Dame dürfen larger than the black kites. And you can take a close look at the small pieces of meat. The kites are grabbing those out of the air with their fangs, not with the beak, but they will immediately eat the prey in flight. They don't have to waste any time and energy by landing, feeding and lifting off again. They can all do it while they are gliding through the sky. Meine Damen und Herren, Sie sehen, super. Sie sehen, dass es da ein Konkurrenzverhalten gibt. So, ein paar Möglichkeiten haben wir noch, die verteilen wir noch in aller Ruhe. Die Milane sehen eben auf kleine Beute aus, sie sind aber überhaupt nicht wählerisch, fressen absolut alles, was klein ist. Nicht nur Insekten, sondern auch kleine Säugetiere wie Mäuse, kleine Reptilien, kleine Amphibien, kleine Fische und auch Aas wird verspeist. Säugetiere, Reptilien, das wird alles vom Boden gefangen, Fische von der Wasseroberfläche aufgenommen und wie Sie sehen, die fliegenden Insekten einfach aus der Luft gerissen. So fliegt man dann durch einen Schwarm Heuschrecken oder Zikaden und ist dann heraus. Ja super, ein paar Möglichkeiten haben wir noch für unsere Milane. Breite von etwas über 2 Metern, die Weibchen werden ein ganzes Stück größer, die können bis zu 6 Kilo Gewicht haben und fast 2,5 Meter Spannweite. Beim Nero sehen wir jetzt auch gut den namensgebenden weißen Kopf und die weißen Schwanzfedern und schauen es genau. If the wind is good, if it's not, they will just land somewhere high, feed off the prey and then flip off again. Brettartigen Flügel als gut einsetzen, um in der Luft zu stehen. Auf den Schwanz fächert er immer. Sehen wir mal kurz zur Landung. Oh, was beschwert das denn? Hat das sehr gut, mein Franz. Über die Tribüne herein, Achtung auf die Köpfe. Jawohl, super. Dann geben wir mal einen großen Applaus unserem Weißkopf. Sehr gut gemacht. Gibt mir natürlich gleich eine Belohnung beim Franz am Handschuh. Wunderbar. Und dann geben wir unserem Weißkopf sehr einen großen Applaus und verabschieden ihn aus der Arena, unserem Nero. Großer, kräftiger Vogel, sieht man jetzt vor allem. Oh. Jawohl, super. Super. Das war jetzt nicht für ihn gedacht, aber okay. Das war eigentlich für den nächsten Steinader gedacht, der zweiten Frau beschäftigt ist. So, perfekt. Ja, meine Damen und Herren, hervorragende Schaut, einen ganz großen Applaus für den Flug geben und den Ausfall der Verabschiedung. Та ви сте бути прихітер дав? Не, все в ряду. Ти можеш навіть це їти. Відсюди, бо тут кілька гор, бо велик був шкода, а я. Hiding away and taking a look around for a prey while he's sitting. He won't be noticed, he can take a good look around without moving his body.
Taxi, sitzt irgendwo, wartet bis heute auftaucht, sprintet der aber dann hinterher. Schauen wir uns den Kreis sofort hinein in die Beute, auch das ist ein ganz wichtiges Verhalten, denn im Gegensatz zu den Adlern und den Bussarden sind die Falken bissdünner.